Hallo, ich bin der Wurst Dominik aus Westendorf in Tirol. Wir bewirtschaften einen Bio-Heumilchbetrieb im Nebenerwerb. Wir haben insgesamt ungefähr 50 Stück Rinder. Davor sind 30 Milchkühe. Der Rest ist eben Kälber, Jungvieh und so weiter. Im Winter sind eben die Tiere zu Hause auf dem Hof und im Sommer sind die Tiere bei uns auf der Alm auf der Weide. Fins als Milchviehbetrieb ist die Grundfutterqualität eine Grundvoraussetzung. Wir haben jetzt im letzten Jahr umgestellt eben auf Bio-Heumilch und haben eigentlich so schon relativ gute Erfolge feststellen können. Die Tiere sind eben gesünder, haben eine bessere Fruchtbarkeit, sie fressen mehr, die Milchleistung ist auch besser geworden. Und eben so im Großen und Ganzen bin ich relativ gut zufrieden. Wir fahren zu Hause schon seit Jahrzehnten mit Böttinger Maschinen, sind mit der Geräte bis jetzt tadellos zufrieden gewesen. Heuer haben wir endlich die Möglichkeit gekriegt, dass wir mit dem Böttinger Ladewagen Post 2000 Alpin fahren dürfen. Und bis jetzt kann ich sagen, ist das echt eine Hammermaschine. Beim Post Alpin 2000 ganz gewaltig zufrieden bin ich mit der Pickup. Die ist breiter, nimmt es vor, das selber auf. Passt sich echt gewaltig am Boden an. Die Förderschwingen hat eine gewaltige Ladeleistung. Man kann auch bei viel Futter relativ hohe Geschwindigkeiten fahren. Und was eben auch wichtig ist, durch den höheren Dürrfutteraufbau ist das Futter lockerer im Ladewagen. Es fällt lockerer raus. Und ist eben für uns in der Heuwirtschaft wichtig, dass wir das Futter relativ locker dann in den Lüftungsstock einbringen können. Erfolgreicher mit Böttinger.